Na, jetzt wird es so langsam richtig spannend und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ich bin gerade in der Hauptstadt unterwegs, ja, in Berlin und da trifft man so die ein oder anderen spannenden Persönlichkeiten und vor allem schauen wir uns einfach mal kurz an, wie sieht es denn aktuell so mit der Landespolitik hier in der Hauptstadt aus? Und da informiere ich mich natürlich, wie es sich für einen aufrechten Bürger gehört, als erstes bei den Öffentlich-Rechtlichen, nämlich in diesem Fall für den RBB, der natürlich auch bekannt ist für seriöse Berichterstattung. Und wir schauen uns jetzt einfach mal kurz die Analyse hier an, der aktuellen Sonntagsfrage im Abgeordnetenhaus, die hier die zwei Damen vom RBB machen. Hauen wir einfach das Ganze mal kurz hier an. Ich drücke einfach mal rauf. In dem Trend ein bisschen, denn die bleiben konstant, auch mit ihrem Wahlergebnis bei 19%. Aber jetzt kommt's. Die SPD stürzt ab auf 15%. Das ist sicherlich der kalte Gegenwind des Bundes. Das ist noch deutlich weniger als ihr Wahlergebnis vom Februar mit 18,4. Also ein Riesenproblem für die SPD hier. Und noch bitterer, dass sie jetzt gleich auflandet mit der AfD, die ebenfalls auf 15% kommt. Das ist ein Riesensatz. Bei der Wahl waren es 9,1. Und sie knüpft damit an die Ergebnisse von 2016. Denn genau, also hier geht es erstmal einfach um die Darstellung der Wahlergebnisse und so. Und das Interessante ist, dass wir natürlich immer, wenn wir bei den Öffentlich-Rechtlichen sind, das ist ja auch ein ganz wichtiger Beitrag zur Qualität der öffentlich-rechtlichen Medien, dass wir immer entsprechende unabhängige Experten haben, also Wissenschaftler, die das Ganze dann eben auch noch einordnen. Wir in diesem Fall hier ein gewisser Herr Schröder und der hat dazu Folgendes zu sagen. Ergebnis Ihrer Parlamentsarbeit, so der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Die konkrete Parlamentsarbeit ist unerheblich. Das Parlament ist eine Bühne, das Parlament ist ein Ausgangspunkt für ihre Aktivitäten. Aber entscheidend ist, was auf der Straße passiert, was in den Köpfen der Menschen passiert. In Berlin ist die AfD mit 16 Sitzen die kleinste Fraktion. Der Blick auf ihre Parlamentsarbeit zeigt, im Vergleich mit Linken und Grünen liegt die AfD beim Stellen eigener inhaltlicher Anträge hinten. Seit der Wiederholungswahl hat sie 18 eigene Anträge gestellt, die Linke 25 eigene, die Grünen kommen auf 42. So, dann wird jetzt hier die Anträge der Oppositionsfraktionen hier mit aufgelistet. Und da wird so gezeigt, schaut mal hier, die AfD, die hat ja viel zu wenige Anträge im Vergleich. Jetzt müssen wir aber schon mal so ein bisschen nachprüfen. Und ich kann euch sagen, Leute, es lohnt sich hier dran zu bleiben. Denn je weiter man bei diesem Beitrag forscht, desto spannendere Dinge findet man raus. Wusstet ihr beispielsweise, dass seit Grünen und Linken in der Opposition sind, die Anträge immer auch zusammenstellen, ja? Also, wenn dann aber trotzdem jetzt zum Beispiel ein Antrag drinsteht von den Grünen oder von den Roten, ja, dass das auch ein gemeinsamer Antrag sein kann, der dann aber trotzdem hier für beide zählt, ne? Das ist schon mal so ein bisschen eine kleine Schummelei, muss man an dieser Stelle schon sagen, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Was man aber auch ganz wichtig festhalten muss, ja, ist, dass es natürlich bei einer Oppositionspartei nicht nur um die Anträge gilt, ja, in einem Parlament, das hat hier der RBB einfach verschwiegen, sondern natürlich auch um die ganzen schriftlichen Anfragen und so. Und jetzt sehen wir einfach mal die schriftlichen Anfragen der letzten zwei Wochen hier im Abgeordnetenhaus Berlin. Und da, ja, da sehe ich schon ziemlich häufig auch immer wieder, schaut mal hier, ne, AfD, 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 AfD. Also da sehe ich ziemlich viele Anfragen auch von der AfD. Und die gehören genauso zu einer Parlamentsarbeit dazu, das weiß natürlich auch jeder. Interessant auch, ich verlinke euch mal einen Podcast und da wird's richtig lustig. Da wird nämlich dann so gesagt, dass aufgrund dieser ganzen schriftlichen Anträgen, ja, jetzt die Verwaltung schon so überlastet und so weiter sei. Oh Mann, ich kann's auch gar nicht fassen. Aber was noch viel interessanter ist, wenn wir noch ein bisschen weiter uns diesen Beitrag anschauen, ja, dann kommt nämlich, nachdem hier kurz auch noch eine Abgeordnete der AfD und so interviewt wird, dann wird natürlich auch erstmal direkt, weil das gehört sich natürlich immer auch mit dazu, der Bezug hin zum Rechtsextremen gestellt, ja, weil wenn schon in der Berlin jetzt von der AfD gerade keiner vom Verfassungsschutz überwacht wird,
dann ist es halt eben in Brandenburg der Fall. Und damit man das auch in einem Beitrag unterbringen kann, also dieses Thema Rechtsextremismus und so weiter, stellen wir einfach kurz mal die Verknüpfung zur AfD nach Brandenburg hin. Ja, dann können wir das natürlich hier einfach so einbringen, ja. Und machen dann als nächstes nochmal kurz hier den Politikwissenschaftler hier an, weil ganz am Ende vom Video, vom Beitrag, ja, wo die meisten Zuschauer natürlich schon lange abgeschaltet haben, auf YouTube ist das zum Beispiel so, bei den Statistiken, ich sehe es ja selber auch immer, ne, dass nach der Hälfte des Videos per se immer schon sehr viel mehr Leute abgeschaltet haben. Das wissen natürlich auch die Leute vom RBB, weil die gucken sich, denke ich jetzt mal, auch ihre Statistiken und so weiter an. Und deswegen wissen sie ganz genau, dass es gerade bei diesen ganzen unabhängigen Wissenschaftlern und Leuten, die man in so eine Sendung einlädt, vielleicht auch wichtig ist, in die Bauchbinde, die man erstellt, also wo dann steht der Name und so, auch entsprechend Interessenkonflikte in der Analyse vielleicht kenntlich macht. Ja, was ja auch, wie wir schon häufig gesehen haben, bei den Öffentlich-Rechtlichen teilweise einfach gar nicht gemacht wird, wo man dann irgendwelche zufälligen Passanten beispielsweise trifft auf der Straße. Ja, es gibt halt immer so viele Zufälle, das müsst ihr wissen, das ist nun mal so, ja. Die dann, wo sich dann aber rausstellt, irgendwie bei der Heinrich-Böll-Stiftung waren oder mal den Wahlkampf der Grünen organisiert haben im Europaparlament oder so, ne. Und in diesem Fall, Kompliment an das RBB, denn hier hören wir jetzt am Ende des Beitrags Folgendes, ja. Der SPD ist, hängt es auch damit Da gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Was war da? SPD? Was? Warte, Moment. Der AfD für den Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder, der Mitglied der SPD ist, hängt es... Aha! Der Politikwissenschaftler, der Mitglied der SPD ist schnell hinten rangefügt. Der ist also gar nicht so politisch neutral, wie man jetzt irgendwie denken mag, wenn man den Beitrag am Anfang sich anschaut. Ah, schauen wir doch mal hier nach in unserer Wayback-Maschine, ja. Da sehen wir es tatsächlich, ja, Mitglied der Grundwertekommission sogar von der SPD. Ah, das ist natürlich vielleicht für den Zuschauer auch schon ganz interessant aus, ja, zu werten, oder wenn man in so einen Beitrag sich anschaut, würde ich jetzt mal einfach so behaupten, ja. Auch damit zusammen, dass der Rechtsextremismus für ihre Wähler kaum noch eine Rolle spielt. Also der Rechtsextremismus ist heute kein Makel mehr bei der Gruppe, die sie wählt, die sie favorisiert. Und das sollte man auch ernst nehmen. Das heißt, wenn man glaubt, dass man mit der Faschismuskeule die AfD bekämpft, dann ist man auf einem Holzweg. Ja, man könnte natürlich auch vielleicht sagen, dass für viele Wähler es kein Thema mehr ist, weil es eben weiterhin ein wichtiges Thema der AfD ist. Was meine ich damit? Nun ja, wenn man sich auch hier zum Beispiel mal anschaut, was gerade wo in Hessen die Wahl war, sich das anschaut mit der AfD, dann sieht man ja beispielsweise, wie konsequent jetzt hier in diesem Fall, ja, Carsten Herle beispielsweise von der Partei ausgeschlossen wurde aufgrund einiger Äußerungen bei Social Media. Oder beispielsweise jetzt direkt nach der Wahl, ja, hier seht ihr es, nach Combat 18 Foto, AfD-Fraktion nimmt Sascha Herr nicht auf. Hier seht ihr ja den AfD-Vorsitzenden Robert Lamprow, ne? Und nachdem er mit einem Kader von Combat 18 fotografiert wurde, wird der AfD-Politiker Sascha Herr nicht Teil der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag. Das heißt, vielleicht, ja, könnte es ja auch sein, also ich weiß es nicht, ich kann immer nur für mich selber sprechen, aber ich könnte ja vielleicht auch sagen, dass vielleicht auch viele Wähler merken, ah, okay, wenn die AfD weiterhin konsequent Mitglieder und Leute, die halt eben mit tatsächlichem Rechtsextremismus in Verbindung gebracht werden, ja, dass die halt eben ausgeschlossen werden aus der Partei, vielleicht sagen dann die Leute auch immer mehr, ah, okay, interessant, wenn die dem nachgehen und hier konsequent sind, dann hat ja die AfD vielleicht gar nicht so viel mit Rechtsextremismus zu tun, wie in den Medien und so weiter ständig immer behauptet wird, ja. Ist nur so ein Gedanke, den man an dieser Stelle halt machen könnte, ja, auch insbesondere beim RBB, wo man ja schnell die Verbindung dann wieder herstellt nach Brandenburg oder zu irgendwelchen anderen Dingen, die jetzt eigentlich hier in Berlin gerade nicht so relevant sind. Aber ich dachte mir auch, stellen wir doch auch mal eine kleine Verbindung her und habe mir gesehen, ah, okay, der Beitrag stammt von Agnes Sundermeier und habe ich auch mal überlegt, Sundermeier, mir kommt dieser Name so richtig bekannt vor. Irgendwo kenne ich doch den Herrn Namen Sundermeier, ist das nicht... Doch, Moment mal, war das nicht hier auch der Olaf Sundermeier? Da gab es doch mal dieses eine Video,
Na, Herr Sundermeier, wo man so ein bisschen auch die Einstellung eines gewissen Herrn Sundermeiers zu manchen Menschen ganz kurz und prägnant auf den Punkt gebracht bekommt. Hören wir doch nochmal zum Abschluss dieses Videos hier kurz rein. Das Problem ist, dass Kinder unter den Demonstrierenden sind, auch in erster Reihe, und die Wasserwerfer deswegen nicht mit Hochdruck die Menschenmenge auseinandertreiben kann. Alles klar, das war also der Mann, der sich darüber aufgeregt hat, dass bei den Corona-Demonstrationen auch Kinder mit anwesend waren und deshalb die Wasserwerfer diese nicht auseinandertreiben konnten. Interessant, wer oder was so alles Berichte beim RBB macht und wie unabhängig sich das hier dann darstellt wieder. Aber ich denke mal, mit auch den kleinen Hintergrundinformationen, das ist natürlich jetzt einfach nur ein bisschen für nebenbei. Aber gerade was die Abgeordnetenarbeit und so weiter angeht, was schriftliche Anträge angeht, gerade dass die Anträge der Opposition bei Grün und Rot sozusagen zusammengestellt wird und dass man das natürlich auch da berücksichtigen muss, das sollte vielleicht hier durchaus mal erwähnt werden. Neben der Tatsache, dass es ja nicht einfach nur auf die Quantität ankommt, oder? Sondern vielleicht auch auf die Qualität der Anträge. Also ich würde sagen, es ist der falsche Maßstab jetzt irgendwie zu sagen, es kommt darauf an, wie viele Anträge eine Fraktion oder so stellt, sondern es ist, glaube ich, schon noch bedeutender, was da dann auch drinsteht, oder? Ist das irrelevant?